Märchen los. Die ist nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hüpfen drauf, wir toben rum, wir sind hier alle froh. Geht es dir so gut wie mir? Ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Was ist denn mit dir los? Ach so, du bist hungrig, Koala. Dann müssen wir dir schnell was zu essen suchen. Gut, dass du kommst, Bär. Der Koala ist hungrig. Hast du vielleicht etwas zu essen für ihn? Schau mal, Koala. Der Bär hat leckeren Honig für dich. Aber Koala, magst du etwa keinen Honig? Honig schmeckt doch so gut. Der Koala mag wohl keinen Honig. Oh, gut, dass du kommst, Hase. Der Koala ist hungrig. Hast du vielleicht etwas zu essen für ihn? Schau mal, Koala. Der Hase teilt seine Karotte mit dir, weil du so hungrig bist. Koala, magst du keine Karotte? Karotten schmecken doch so gut. Also, Karotte mag der Koala auch nicht. Was könnte er denn dann gerne essen? Hat niemand eine Idee? Oh, guten Tag, Fuchs. Der Koala ist hungrig. Hast du vielleicht etwas zu essen für ihn? Was? Du willst den Koala mit Haut und Haar fressen, weil du selber so hungrig bist? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Oh je, du bist so hungrig, Koala. Aber was willst du bloß essen? Da müssen wir uns jetzt wirklich was einfallen lassen. Was? Du willst den Koala fragen, was er gerne isst? Das ist eine tolle Idee. Kommt, wir fragen den Koala, was er gerne isst. Huch, du hast ja gar keinen Hunger mehr, Koala. Du wolltest nur dein Eukalyptus fressen und hast unsere Hilfe gar nicht gebraucht. Manchmal weiß einfach ein Koala am besten, was ein Koala gerne isst. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein.